Ja, also aus Arbeitnehmersicht das Ganze so einfach wie ein Sparbuch. Ganz klare Sparbuchfunktion, Verzinsung vom ersten Euro an. Er kann es leicht rechnen. 100 Euro, 2,5% Zins. Im nächsten Jahr sind es 102,50 Euro. Wieder ein Jahr später sind es 105 Euro. Gibt er nochmal 100 Euro drauf, sind es halt 205 Euro. Das kann er genau rechnen. Wenn er ausgeschieden ist, kann er sagen: So, jetzt verzinst sich das noch 20 Jahre weiter mit 200, mit 2,5 Euro. Da wären es 300 Euro zum Beispiel. Einfach rechenbar. Natürlich Garantie auf die Umwandlung in Zins und was wichtig ist, und das einzige Punkt, den man den Arbeitnehmern auch erklären muss: Wir haben einen Schutz gegen eine Insolvenz des Arbeitgebers. Das heißt, bei Insolvenz geht das Ganze über auf den Pensionssicherungsverein und der übernimmt die Verpflichtung und der bezahlt auch die Verpflichtung raus. Genauso wie es zugesagt war, auch einschließlich der Zinsen. Der PSV übernimmt das Kraft Gesetzes. Da kann der Arbeitgeber gar nichts falsch machen. Das heißt, wenn der sich beim PSV nicht anmeldet, unterschlägt oder irgendwas macht oder falsche Zahlen meldet, der Schutz ist immer per Gesetz zu 100% von Anfang an da. Für den arbeitnehmerfinanzierten Teil vom ersten Tag, für den arbeitgeberfinanzierten erst nach 5 Jahren, wenn das Ganze unverfallbar ist.